Du musst singen. Ich pfeife. Jingle Bell, Jingle Bell. Oh ne, singen. Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blogmarathon. Melanie hat sich gerade beschwert. Ja, ich stehe hier. Sie sei wie eine Ritterrüstung. Aber ich stehe rum. Du seist wie eine Ritterrüstung, hast du gesagt. Ja, genau. Das wird sich jetzt ändern. Also ich lese jetzt hier mal die erste Frage. Manchmal wird gesagt, füttert eure Koi 5 bis 10 Minuten lang, so viel sie fressen können. Würde ich dies tun, so würde ich doppelt so viel füttern, wie der Konishi-Futter-Konfigurator rät. Sind die Angaben des Konfigurators ausgelegt auf Erhalt oder auf Wachstum? Die zweite Frage, wieso soll man Sinkfutter anbieten, wenn man will, dass die Koi wachsen? Viele Grüße, Jörg. Also Jörg, es wird in der Literatur immer gesagt, das, was die Koi 5 bis 10 Minuten lang fressen, sollte man ihnen anbieten und alles, was darüber hinausgeht oder was nach 10 Minuten noch nicht gefressen ist, soll man von der Teichoberfläche wieder abfischen. Das ist auch ganz wichtig. Das Futter sollte dort nicht überall und vor allem über einen sehr langen Zeitraum schwimmen. Mir hat mal jemand erklärt, dass vor allem auch die Kohlenhydrate im Filter nicht wirklich gut sind, wenn die sich da herauslösen. Am Ende gibt es, wenn das im Filter rumliegt, dann fängt es an zu schimmeln und zu moddern. Fehlgärung. Also das ist wirklich eine Sauerei. Belastet den Filter und fördert auch dieses ganze Eiweiß, was da drin ist, diese Flexibacter, diese Flavobakterien, deren Wachstum. Und das kann dann auch wirklich für die Koi kritisch werden. Das ist also schon mal der Grund, warum das dann abgefischt werden sollte. Jetzt sind natürlich alle Teiche und alle Koi-Bestände, die sind unglaublich individuell. Das heißt, die einen in 3 Minuten fressen und danach satt sind, da brauchen die anderen 7 Minuten dafür. Das hat verschiedene Ursachen. In der Regel hängt es mit der Besatzdichte zusammen. So, und was ich aber aussagen muss, dass, was Sie gerade sagen, dass die Fische das Doppelte fressen würden, wenn man jetzt tatsächlich die 5 bis 10 Minuten anbieten würde, dann würde ich Sie bitten, das einfach mal über die Zeitdauer einer Woche zu machen. Und dann werden Sie feststellen, man kann so einen Koi-Bestand innerhalb eines Tages überfüttern, man kann ihn aber auch innerhalb einer Woche überfüttern. Und nach einer Woche geht plötzlich gar nichts mehr. Dann haben Ihre Fische sowas und keinen Appetit mehr, die schwimmen dann alle rum und haben einen dicken Bauch. Und sie bringen in die Fische nichts mehr rein und sie bringen die Fische nicht mehr dazu überredet, weiteres Futter aufzunehmen. Hast du das hier auch schon beobachtet oder allgemein, dass dieser Prozess dieser eher langfristigen Überfütterung irgendwann eintritt? So, und die Kunst der Fütterung ist es, als erstes mal das Fischgewicht im Teich zu ermitteln, dann festzulegen, was möchte ich eigentlich mit den Fischen? Möchte ich sie auf Erhalt, auf Wachstum oder auf maximalen Wachstum füttern? Dann stelle ich mir die Frage, sind die Fische überhaupt alle dafür geeignet? Also habe ich einen Bestand, wo das überhaupt möglich ist? Auch über den Bestand mit speziellen Varietäten. Ich kann zum Beispiel bei Karashi-Koi deutlich mehr füttern, wie wenn ich jetzt lauter Kohaku hätte. Und dann muss ich schauen, passen die Rahmenbedingungen? Habe ich eine entsprechend leistungsstarke Filteranlage? Ist die Wassertemperatur in Ordnung? Wird der Kot rechtzeitig aus dem Teich entfernt und im mechanischen Filter irgendwo gelagert? So, und wenn ich das alles habe, dann nehme ich meinen Koi-Bestand in Kilogramm, rechne meine prozentuale Futterquote aus, die dann je nach Alter und Größe der Fische irgendwo zwischen und was ich machen will, irgendwo zwischen 0,25% bei älteren Tieren im Erhaltungsbedarf bei kühlem Wasser und mitunter auch 2,5% bei ein- und zweijährigen Fischen, die ein extremes Wachstumspotenzial haben und die ich jetzt richtig vorwärts schieben möchte. So, dann liegt es irgendwo da dazwischen drin. Dann rechne ich meine tägliche Futtermenge aus, teil je nach Wassertemperatur, wenn ich jetzt eine hohe Temperatur habe, öfters, wenn ich eine niedrigere Temperatur habe, weniger oft, teil die tägliche Futtermenge durch die Anzahl der Fütterung, beispielsweise 25 Grad, ich habe laute Karashi-Koi, fütter 2,5% zu, dann würde ich 6 bis 8 Mal füttern, eher 8 Mal, dann teile ich meine tägliche Futtermenge durch 8 und diese Menge gebe ich dann einfach kontinuierlich. Und dann ist auch sichergestellt, dass die Fische permanent fressen, dass der Appetit vorhanden bleibt, dass sie bereit sind, morgens genauso zu fressen wie abends, wobei da wird es immer irgendwelche Diskrepanzen geben und dann verhindere ich damit einfach, dass nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen dieser Moment der Überfütterung kommt, wo die Fische einfach verfetten, wo die einen riesen Ranzen kriegen, wie wir im Schwäbischen sagen. Das braucht man alles nicht. Und das ist professionelles Futtermanagement und professionelles Wachstumsmanagement bei Koi. Gehe ich aber einfach her und versuche jetzt 10 Minuten, dann kann das eine Weile gut gehen, aber nach einer gewissen Zeit ist dann einfach der Moment da, wo die Fische keinen Bock mehr haben. Und unseren Futterkonfigurator ist ausgelegt, das ist nicht ganz einfach. In den kühlen Temperaturen ist er auf Erhalt, auf Schongang, auf Überwinterung ausgelegt. Im mittleren Bereich ist er auf Erhalt ausgelegt und im hohen Bereich ist er auf Wachstum ausgelegt. Aber
da auch immer den Mittelwert und nicht auf spezielle Varietäten oder ganz besondere Setups am Teich, dass jetzt jemand einen Riesenfilter hätte oder keine Ahnung, was auch immer. Also immer in allen Bereichen den Mittelwert gesehen. So. Ja, man hat halt keinen Überblick über die Menge, die sie füttern, wenn sie immer ja, schauen, wie viel nach 10 Minuten weg ist. Und es kann einmal wenig sein, es kann einmal viel sein. Und wenn sie dann an den Kiemen über längere Zeit Probleme verursachen, wenn die Tiere zu viel Eiweiß aufnehmen, also das sollte man schon sich das vorher ausrechnen. Genau. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, wieso soll man Zinkfutter anbieten, wenn man will, dass die Koi wachsen? Also es, Sie haben sicherlich nicht total zutrauliche Koi oder dass sie alle direkt herkommen zum Fressen. Wenn Sie Zinkfutter anbieten, würden auch die weniger zahmen Tiere genug Futter abbekommen, sodass sichergestellt ist, dass alle ja, gut ernährt werden. Ja, so können Sie auch die weniger vorwitzigen Tiere, können Sie dann auch gut ernähren. So. Und ja. Das ist der eine Grund. Dann gibt es aber noch zwei andere Gründe. Der weniger kräftige der weniger entscheidende ist, dass das Sinkfutter sehr viel einfacher für einen Koi vom Energieaufwand sehr viel einfacher aufzunehmen ist als ein Schwimmfutter. Und der dritte und der wichtigste Grund ist, jetzt nehmen Sie mal 100 Gramm Sinkfutter und Sie nehmen 100 Gramm Schwimmfutter. Und dann werden Sie merken, dass das Sinkfutter sehr viel kompakter, aufgrund der höheren Dichte, sehr viel kompakter zusammengeht als das Schwimmfutter, jetzt mal übertrieben gezeigt. Das heißt, wenn Sie jetzt ein gewisses Volumen, und der Koi kann ja im ersten Moment nicht das Gewicht des einzelnen Futterpellets feststellen, sondern er merkt ja nur, dass er irgendwas aufnimmt. Wenn aber von dem, was er aufnimmt, von dem Volumen, die Dichte eine sehr viel höhere ist, dann hat ja das einzelne Futterkorn sehr viel mehr Energie, sehr viel mehr Eiweiß, sehr viel mehr Fett, sehr viel mehr von allem. Und Sie kriegen da quasi im Stile eines Trojaners mehr Energie im gleichen Volumen und mehr Nährstoffe im gleichen Volumen im Fisch unter als beim Schwimmfutter. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Grund noch. So, jetzt haben wir das auch mal gesagt und bis zum nächsten Blog und bitte weiter Fragen einsenden.